Recht herzlich willkommen zur 67. Folge von City Skylines und das Ganze in Reiterfurt. So, letztes Mal waren wir hier, haben dieses Viertel hier gemacht. Unser Ziel ist, die Müllabfuhr hier noch zu revolutionieren, oder wie war das, ne? So, dafür müssen wir hier erstmal noch irgendwie Straße bauen. Was sind das hier für eine sechsspurige? Die verlängern wir erstmal noch ein Stück. Ja, wenn es denn geht. Na, ja, das war Autobahn. Autobahn ist nicht richtig. Nee, das gefällt mir nicht so, sondern so. Ich glaube, wir machen mal so und dann ziehen wir sie hier so rum, oder? So. Wie sieht das denn hier aus? Ist das eine große Kreuzung geworden? Ja, ist es. Bildet sich dann schon der passende Stau, ne? So, danach werden wir etwas kleiner. Ja, Bäume können wir hier knicken, das wird sowieso nicht sein. Da würde ich jetzt mal sagen, machen wir noch so die Straße hin. Und von der Seite nach da noch. So ist schon ganz gut. Und lass uns noch das Stück machen. So, und dann noch eine Stufe kleiner mit dem Grünstreifen. Würde ich sagen, einmal da so hin. Nee. Einfach so hin. Das war's dann da. Und hier. Wie weit geht's da? Da ist der Strom. Obwohl ich sehe schon. Da machen wir einfach nur so einen rein. Die große können wir dann später notfalls noch weiterführen. Ne? Ja, lassen wir so. So, dann das Müllproblem lösen. Aber wohin damit, ne? Oh, passt leider auch. Doch, da passt es hin. Würde ich jetzt auch favorisieren, hier hinzubauen, oder? Geht eine zweite noch daneben? Nein, leider nicht. Aber da, vielleicht auch da? Nein, da nicht. Hier aber. Gut. So, die beiden sind dann schon geklärt. Dekorationen, ja, das sind Parks, ne? Gucken wir mal. Der ist zu groß. Der geht auch nicht. Ah, hier wird ein Park hingehen. Ich glaube, den setzen wir dann auch mal hin. Da nicht. Der geht. Warum der da jetzt nicht geht, weiß ich aber auch nicht. So ein bisschen Grünes nebenan, ne? So, jetzt fehlt uns da noch Strom natürlich. Hier müsste man jetzt noch eine Straße nebenher setzen, ne? Setzen wir einfach so hin und fertig. Da hören wir auf. Und wie sieht es denn aus hier? Da möchte der Kommerz gerne hin. Obwohl ich hier gerade für Bürogebäude bin an dieser Straße. Ne?
Bürogebäude. Passend zu denen da drüben. Wasser ist hier knapp, sehe ich gerade. So passt's. Und so machen wir das noch da und fertig. Und da ist sie da. So. Ja, passt schon so, ne? So, Strom fehlt noch. Kriegen wir noch einen Park dahin? Super. So, die sind alle glücklich, dass es da noch einen Park gibt. Und für uns ist das mit dem Strom gelöst. Die Parks verbinden sich ja auch untereinander. So, Wasser liegt, Strom ist da. Ach so, Gebiete müssen wir vielleicht noch haben, ne? Ja, dann machen wir mal auf der Seite noch die Hochhäuser hin. Und hier auf der Ecke Kommerz. Nehmen wir das auch noch mit für die Schule. Da machen wir noch ein Kommerzeckchen hin. So, das haben wir schon. Hier noch ein paar Blocks. Obwohl, da vielleicht nicht, doch da auch noch. Und da müssen wir mal schauen, wie wir da weitermachen. Das lassen wir erstmal so. Hier können noch ein paar Arbeitsplätze hin. Und hier machen wir den kleinen Kommerz noch um die Ecke. Dann können die da alle einkaufen gehen. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Da wollte ich das hinmachen. Das Feld muss frei bleiben. Hier kommen noch ein paar Anwohner hin. So sieht's doch gut aus, oder? So, da basteln schon welche was hin. Häuser kommen. Ja, sieht gut aus. Da links müssen wir schon was abreißen. Denen fehlen schon wieder die Arbeiter da. Okay. Hier unten aber nicht. Hier ist Gefahr im Verzug. Die wollen polizeitechnisch versorgt werden, aber obwohl. Ist doch alles super hier, oder? Verstehe ich nicht. Polizeiwache ist da. Gesundheitswesen, Friedhof. Aber hier noch, doch, da ist er. Wollte erstmal gut sein. Hier hinten wird schon ein bisschen knapp. Da können wir aber noch einen Bergfriedhof machen, wenn er denn dann dahin geht, dass er nicht tut. Auch schade. Ja, später dann. So, Randgebiet, ne? Sonst ist das da ja nicht. Was ist denn da so orange? Achso, da ist ein Haus. Da wohnt schon einer. Bestattungsunternehmen. Dann machen wir das hier hin, oder?
So, krankenhaustechnisch haben wir was. Arztpraxis ist da. Krankenhaus ist wohl da. Ich glaube, damit sind die auch schon zufrieden, oder? So, Bildung haben wir ja hier gemacht. Alle drei, glaube ich, oder? Ja. Zufrieden sind die alle nicht, das ist klar, aber ist schon gut. So, Feuerwehr hatten wir auch. Gesundheit, Müll. Ah, das war eine MVA. So, jetzt verkehrstechnisch haben wir noch ein Problem, ne? U-Bahn. Zug oder mit dem Schiff. Mit dem Schiff kommen wir nicht hin. Flughafen haben wir noch nicht freigeschaltet. Zug wäre also möglich. Ist da die Strecke. Die geht aber nach oben weg. Und hier unten ist nichts mit Zug. Wenn, dann müssten wir es bauen. Hier will aber auch keiner mit dem Zug hinfahren, denke ich mal. Also U-Bahn. U-Bahn und das hier in dieser Ecke hier irgendwo hin. Wie haben wir da? Die Auslegung ist dort so. Da wäre noch ein ganz gutes Plätzchen frei, ne? Das machen wir doch dann. Vielleicht kriegen wir die U-Bahn dahin. Da. Wo ist es jetzt? Da ist es. Und so hin. So hin. Fertig. So, dann die Röhre anschließen. So, jetzt ist hier die Frage, wie am besten, ne? So. Warte mal, dann wäre hier eine Wechselstation, ne? Das ist ja auch nicht verkehrt, oder? Kriegen wir hier noch einen mit hin? Ah, das ist... Einmal gemacht und nie wieder, ne? Dann passt das nicht. Hier war gerade irgendwas grün. Schade. Ne, den müsste man jetzt drehen, ne? Weiß auch wieder keiner, wie das gehen würde. Gut, dann fällt das weg. Eine Bahn von da nach da und ist auch gut, ne? So, und dann da wieder hin. Und schon steht eine Strecke. So, da haben die alle Anbindung. Damit jetzt dann noch bustechnisch. Busdepot. Jetzt müssen wir nur gerade die Karte mal wieder so ein bisschen in die richtige Richtung haben. Busdepot ist da hinten eins. Das heißt, ne, ist das hier ein Busdepot? Das ist ein Busdepot. Was ist das? Ach, das ist ein Bahnhof. Der Bus käme von da, ist eigentlich relativ nah. Kommt aber nicht irgendwie auf Autobahn wahrscheinlich, oder? Naja. Ich denke mal, wir sollten einfach hier mal anfangen. In Buslinie gucken, wie die sich ergibt. So, okay, die fährt da lang.
Da. Dort. Dort. Da lang. Dort lang. Dort lang. Da lang. Da ist Sabbat. Ach so, hier ist das Gebiet zu Ende, ne? Ne, da geht's wieder raus. Wo sind wir denn mit der letzten Halt? Da. Ne, da ist keine Verbindung, alles klar. Dann nehmen wir den da erstmal wieder weg. Ja, da würde ich ja sagen, das ist ja doof, ne? Da wäre es ja ganz schön, wenn die Straße hier verbunden wäre, oder? Kriegen wir das noch hin? So, dann kann der Bus auch besser fahren. Nochmal. Hier war schnellstens raus. Wenn wir da wieder auf, geht das? Ne, geht nicht. Jetzt kriege ich die Buslinie nicht hin, oder wie? Ne? Ah, ich glaube, jetzt hat er so angepackt, oder? Da lang. Dort lang. Dort lang. Und geschlossen. So, da haben wir eine Buslinie, ne? Jetzt wäre noch fraglich, ob wir hier drinnen eine haben möchten, ne? Da müssen wir hier, nee. Nee, machen wir nicht. Weg. Weg. Wollen wir nicht. Das ist ein Sackbereich da. Sackgasse. Machen wir nicht. Irgendwie wollte er jetzt diese Häuser nicht wegmachen. Gut, passt. Hier fehlen noch Arbeiter dann, da auch. Hier ist alles gut. Was ist hier für ein Problem? Den Bagger mal weg. Straße auch weg und das Haus angewählt. Kranke Bürger, okay. Aber wir haben doch das Gesundheitswesen hier auch um die Ecke. Da vorne. Sollten wir hier noch ein Krankenhaus hinsetzen? Machen wir, dann ist das alles wunderbar. Budget läuft noch, alles kein Problem. Wann ist eigentlich das nächste Dingens hier? Metropole braucht 65.000, okay. Gut, dann haben wir das erstmal wieder. Ich denke, man soll auch erstmal reichen für die ganze Geschichte hier heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.